Gott sei dieser Valar. Seine Schatten berauben uns unserer Rache und er hat Jenna umgebracht. Sie starb vor meinen Augen. Sie opferte sich, um das Leben ihres Kindes zu retten. Ich fühle mit dir, mein Freund. Ja, nicht nur du, Alistair, nicht nur du. Wir haben die Risiken unterschätzt. Es ist sinnlos, sich deswegen weiter zu quälen. Wir haben große Risiken auf uns genommen, um sie zu retten. Was ist das Problem, Alistair? Wir haben Risiken auf uns genommen, für die sie mit ihrem Leben bezahlen musste. Vielleicht. Doch immerhin konnten wir ihr Kind in Sicherheit bringen. Wo wir gerade von dem Kind reden, wie geht es ihm? Er schläft. Wusstest du, dass es ein Junge ist? Wenn wir nach Flussrad zurückkehren, werde ich das Kind Meister Harwin übergeben. Ich hätte ihn lieber bei mir. Mors, wir wissen nicht, ob das Kind gesund ist. Es war eine schwere Geburt. Ein Meister sollte den Jungen untersuchen. Du hast wahrscheinlich recht. Keine Angst, mein Freund. Du kannst so lange bei ihm bleiben, wie du möchtest. Nun gut. Solange uns nichts Besseres einfällt, ist dein Meister eine gute Lösung. Mhm. Das stimmt wohl. Oh Mann. Was eine Wendung. Dieser blöde Valar mit seiner Scheißhexerei aber auch. Unmöglich. Meister Alistair, ihr seid wohlauf. Als ich Neuigkeiten über Burgholz erhielt, befürchtete ich das Schlimmste. Meister Martin zufolge hat Valar die Burg dem Erdboden gleichgemacht. Und Lord Harton ist tot. Einige sprechen sogar von Magie. Erzählt mir alles. Es ist alles wahr. Harton wurde von einem Schatten getötet, der auf Valars Befehl wie aus dem Nichts erschien. Er stellt für Flussrad keine Gefahr mehr dar. Dieses Mal war der Schatten nicht hinter uns her. Aber wir haben es nicht geschafft, das Leben der Mutter des Kindes zu retten. Kann ich ihn mir einmal ansehen? Kümmert euch um ihn, als sei er euer eigener Sohn. Seine Mutter ist tot. Sie wurde von Valar umgebracht. Er muss auf dem Weg nach Königsmund sein, um seine Belohnung einzustreichen. Wenn wir ihn nicht bald dingfest machen, wird die Königin ihm Flussrad übertragen. Ganz gleich, ob er in Königsmund oder sonst wo ist. Ich werde ihn töten. Egal, was ich dafür tun muss. Königsmund? Nun, es gibt etwas, das ich euch erzählen muss. Unser König ist tot. Die Stadt trauert. Wie ist er gestorben? Das ist eine günstige Gelegenheit. Erst John Arryn und jetzt Robert Baratheon. Dieser Mann war ein zäher Bursche. Ich wage zu bezweifeln, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Es spricht alles dafür, dass er ermordet wurde. Wie seine Hand. Unter den Leuten kursiert das Gerücht, dass es ein Jagdunfall war. Er starb in der Nacht, in der ihr nach Burgholz aufgebrochen seid. Königin Cersei wird an seiner Stelle die Regentschaft übernehmen. Eddard Stark, die neue Hand des Königs, ist ihr jedoch entgegengetreten. Seither rüsten sich die Lannisters für einen Krieg. Also werden die roten Mäntel dort sein. In der Tat. Sie wurden in der Stadt gesehen. Sie suchen und töten Angehörige des Hauses Stark, die mit Lord Eddard aus dem Norden gekommen waren. Ihr könnt dort nicht hin, Mylords. Die ganze Stadt wird bewacht sein. Das wäre Selbstmord. Nein, das ist unsere Chance, Valar zu töten. Wir können die instabile Lage nutzen, um der Schlange den Kopf abzutrennen. Ihr habt womöglich recht, doch ich stimme Mors zu. Wir sollten das Chaos nutzen, das aus diesem Machtkampf entstanden ist. Wir können Valar ausschalten, bevor die Königin ihn zu einem Lord macht. Meister Alistair, ich flehe euch an. Keine Angst, Meister. Während der Rebellion hatten wir kniffligere Situationen zu meistern. Damals nannten uns unsere Feinde das zweischneidige Schwert. Lasst uns ihnen zeigen, dass unsere Klingen noch immer scharf sind. Einverstanden. Weder die Goldröcke noch die Blutsucher können uns davon abhalten, diesen Mistkerl umzubringen. Ganz wie in den alten Tagen. Unberechenbar und tödlich. Aber was machen wir mit dem Kind? Es ist meine Garantie, Flussrad zurückzuerlangen. Ich muss das Kind an einen sicheren Ort bringen. Der Junge wird in Westeros nicht sicher sein. Ich würde ihn in die freien Städte schicken, wie ich es Jenna versprochen hatte. Dann weiß ich, wer dir helfen könnte. Er befindet sich in Königsmund. Von wem sprichst du? Lord Varys. Er ist der Einzige, der das Kind in Sicherheit bringen kann. Die Spinne. Ich traue ihm nicht. Hätte er mir nicht geholfen, wäre ich jetzt tot, Mors.
Er ist auf unserer Seite. Aus mir unbekannten Gründen will er Valar ebenfalls tot sehen. Glaube mir, mein Freund, im Moment ist er unser bester Verbündeter. Vielleicht. Aber wenn wir das Kind mit uns nehmen, hält es uns auf. Wohl wahr. Valar wird die Stadtwache wahrscheinlich angewiesen haben, Ausschau nach uns zu halten. Ich denke, es wäre das Beste, wenn das Kind mit Harwin nach Königsmund reist. Wenn sie einen anderen Weg nehmen, erregen sie weniger Aufmerksamkeit als wir. Valar hat mit Sicherheit ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Könnt ihr das für uns erledigen, Meister? Könnt ihr das Kind in die Stadt bringen? Wir würden zahlreiche weitere Risiken auf uns nehmen. Aber ja, selbstverständlich. Ich bin fest entschlossen, euch dabei zu helfen, Flussrad zu retten. Sobald wir uns innerhalb der Mauern befinden, können wir uns in der Jarmis Töpferwerkstatt treffen. Wisst ihr, von wem ich spreche, Meister Harwin? Ja, ich habe verstanden. Das ist in der Tat ein sicherer Zufluchtsort, weit ab von neugierigen Blicken. Bist du mit diesem Plan einverstanden, Mors? Wenn dem Jungen etwas zustößt, wenn Alistair ihm vertraut... Der Plan scheint alle Risiken zu berücksichtigen. Sollte etwas schiefgehen, kann mein Hund ihre Fährte aufnehmen. Beschützt dieses Kind wie euer eigenes Leben, Meister. Und wenn wir es nicht schaffen, liegt es an euch, das Kind in die freien Städte zu bringen. Sehr wohl, Sir Westford. Damit ist es beschlossene Sache. Es ist an der Zeit, dass Valar bezahlt. Einen Moment. Ich muss euch vor Valar warnen. Ich habe einige Erkundigungen über ihn eingeholt. Nach dem, was während des Duells geschah. Euer Halbbruder ist in schwarzer Magie bewandert, mit deren Hilfe er Schatten herbeirufen kann. Es ist eine verbotene und tödliche Kunst. Das hatten wir vermutet. Was genau habt ihr herausgefunden? Leider konnte ich keine zusammenhängenden Informationen beschaffen. Alles, was wir wissen, haben wir von einem Zaubererorden aus Ashai am Schatten. Offenbar können diese Schatten nur Befehle ausführen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Ziel zu töten. Diese Schatten können wohl durch Mauern gehen, aber es ist möglich, sie davon abzuhalten, ihren Auftrag auszuführen. Das würde erklären, was Harlton zugestoßen ist. Valars Schatten konnte die Verteidigung in der Festung durchdringen. Was weiß er noch über die Schatten? Schatten bereiten keine Sorgen, na doch. Was habt ihr sonst noch herausgefunden? Sie sagten, dass man für diese Art von Magie mit seinem eigenen Blut bezahlen müsse. Jedes Mal, wenn der Zauber gesprochen wird, muss der Anwender dafür bezahlen. Auf diese oder jene Weise. Das erklärt, warum er bei Harltons Festung schwächer schien. Als wir uns duellierten, war er stärker. Das sind gute Neuigkeiten. Denn das bedeutet, dass er nicht viele dieser Schatten herbeizaubern kann. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Schatten hin oder her, Valar wird durch mein Schwert sterben. Ich werde nicht noch einmal auf seine Zaubertricks hereinfallen. Aber wir werden scheitern, wenn wir unseren Feind nicht kennen. Alles, was wir wissen müssen, ist, wie man diese Schatten töten kann. Der Rest ist nicht so wichtig. Das ist das Problem. Es wird gesagt, dass die Schatten körperlos sind. Wenn dem so ist, dann werden wir sterben. Wir finden schon noch früh genug heraus, was an diesen Geschichten dran ist. Ich werde diesem Schwein einfach die Kehle aufschlitzen. In dem Duell hatte ich ihn fast. Es ist völlig egal, ob seine Hexerei mich danach tötet. Nun gut, ich denke, wir haben an alles gedacht. Wir brechen morgen bei Tagesanbruch auf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Noch eine Sache, Milords. Während eurer Abwesenheit traf ein Rabe mit einer Nachricht für Sir Westford ein. Ein Rabe? Er könnte auf der Suche nach mir sein. Die Nachricht ist mit einem schwarzen Siegel versehen. Die Nachtwache hat wahrscheinlich Wind davon bekommen, dass ihr hier bei uns seid. Die Halbhand benötigt Hilfe. Bruder, ich hoffe, du genießt die Sonne des Südens nicht zu sehr, denn wir brauchen dich an der Mauer. Erinnerst du dich an das Tor von Eismarkt, das Gorn aufbrach? Mormont hat entschieden, dass es für unbrauchbar erklärt werden soll, bis wir uns den Wiederaufbau leisten können. Die Baumeister sind dabei, es zu schließen, und meine Grenzer sind für die Beaufsichtigung der Baustelle verantwortlich. Allerdings gab es einige unvorhergesehene Probleme. Anscheinend hat ein ganzer Wildlingsstamm die Mauer zusammen mit Gorn überwunden und versteckt sich nun in den Wäldern um Eismark. Sie halten sich von unseren Grenzern fern und greifen nur einzelne Männer an. Aber sie begnügen sich nicht damit, sie einfach nur zu töten. Sie reißen die Herzen ihrer Opfer raus und lassen die geschundenen Körper zurück, damit wir sie finden.
Es sind schon einige unserer Brüder gefallen und diese Morde wirken sich verheerend auf unsere Moral aus. Das kann ich nachvollziehen. Triff mich so bald wie möglich auf der Schwarzen Festung. Wir brauchen deine Fähigkeiten als Fährtensucher, um diese Hurensöhne aufzustöbern. Möge der Krieger dich beschützen, Bruder. Corin. Oh ja. Können wir ja. Glück. Intelligenz. Das brauchen wir nicht. Joa. Liebe. Ermordung. Nehmen wir nichts mehr. So, Intelligenzbonus. Da können wir. Sehr schön. Was haben wir hier? Nicht bei Elite- oder Bossgegnern. Rullor. Verursacht mehr Schaden, das ist. Das klingt gut. Ja, Axt. Da er die gerade nutzt. Die mittlere Rüstung ist auch schön. So. Ja. Stangenwaffen hat er ja, glaube ich, gerade ausgerüstet. Boah. So, Axt vielleicht noch so. B13 ist gut. So. Ja, da war alles. Entwaffnung, ihr gebt den Befehl, einem Gegner in die Hand zu beißen und ihn so zu entwaffnen. Okay. Okay, ja, so. Huch. So. Elite-Krieger. Klingt ja oder so ganz gut komisch hier. Er hat nichts Neues gekriegt. Naja. Gewandtheit. Wo sollen wir hin? Rein. Immer noch da. Kann ich mal wegräumen? Moment. Achso, das ist hier. Neue Quest, nicht so wild. Karte. Quests. Nicht so wild. Corin Halbmann. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Weitermachen. Am Ende können wir das ja nicht mehr, vielleicht nicht mehr nachholen. Das klingt ja nach einer kleinen Abwechslung mit total tollen Kämpfen. Ich freue mich, ja. Also die Kämpfe sind hier echt ein bisschen nervig. Die Story ist super, super gut, ha? Aber die Kämpfe sind sowas von nervig. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe ja, dass mehr Story kommt und weniger. Weniger. Was wollte ich sagen? Kämpfe, genau. Oh Mann. Die ganzen Leichenberge hier. Sind die immer noch hier? Junge, Junge. Hä?
Milord, die Männer, die wir während der Aufstände gefangen genommen haben, sie sind noch im Kerker. Interessant. Ja, kennen wir alle schon. Danke. Kennen wir alle schon, mein Freund. Na gut. Dann mal ab nach, nach Schwarze Festung. Was ist denn die Schwarze Festung? Achso, im Norden, vermutlich. Eben. Hallo? Na, geht doch. Endlich haben sie diesen Mörder Patrick gefasst. Ich konnte es nicht mehr ertragen, in seiner Gegenwart in der Versammlungshalle zu essen. Dieser Hurensohn, ich habe schon immer... Dreck. Können wir mit ihm reden? Mors? Patrick, was machst du denn hier? Es ist verboten, mit den Gefangenen zu reden, Mors. Ihr müsst verschwinden, du und dein Freund. Dieser Mann ist Sir Alistair Sarwick, ein sehr alter Freund von mir. Ich stehe für ihn ein. Aha, aber das geht mich nichts an. Du hast gesagt, dass Patrick dein Gefangener ist. Was hat er getan? Es gab einige grauenhafte Morde. Ich weiß von den ermordeten Brüdern, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Wäret ihr so nett, uns mehr über die Morde zu erzählen? Brüder der Nachtwache wurden ermordet, Sir. Die Morde waren immer gleich. Wildlingsopferungen, wie man sie manchmal jenseits der Mauer zu sehen bekommt. Wie viele Menschen wurden ermordet? 5. Die ersten 3 Opfer gehörten zu der Gruppe von Baumeistern, die das Loch in Icemark reparieren sollten. Das 4. Opfer wurde in den Tunneln von Mulwarft gefunden. Und das letzte ist gerade eben erst getötet worden, direkt hier auf der Schwarzen Festung. Adam Bloom leitet die Untersuchungen und erklärte Patrick zum Schuldigen. Das hat nichts mit mir zu tun. Das musst du mir glauben, Morse. Ich kannte die Ermordeten kaum. Soviel ich weiß, schien es sich bei allen Verbrechen um Wildlingsrituale zu handeln. Also warum Patrick? Adam sagt, er hat Beweise. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Aber jeder hier auf der Schwarzen Festung weiß, dass Patrick von jenseits der Mauer zu uns kam. Ich glaube nicht, dass Patrick dazu fähig ist. Er hat uns doch geholfen. Wieder uns geholfen hat. Ich will meine eigenen Untersuchungen anstellen. Mit Alistairs Hilfe. Ich denke, ich kann euch Zutritt zu den alten Stellen verschaffen, wo einer der Morde verübt wurde. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr unsere Untersuchungen nicht behindert. Bei meiner Ehre. Wenn ihr ein Freund von Moss seid, habt ihr sicher eine Menge davon. Sagt dem Wachhabenden, dass ich euch geschickt habe. Er lässt euch dann durch. Vielen Dank, Donat. Donat. Entlastet werden, in der Tat. Ja. Ich muss mich hier mal umsehen. Donat hat es mir erlaubt. Und der? Der gehört zu mir und hat auch eine Erlaubnis. Frag doch Donat, wenn du mir nicht glaubst. Nein, ich glaube dir. Ihr könnt durch. Danke, Cliff. Ja, Cliff. Der Adam. Bloom. Mors, es ist lange her. Und ihr, Milord, wie können wir euch behilflich sein? Seid ihr gekommen, um euch uns anzuschließen? Nein, ich begleite nur Mors auf seiner Reise. Ich bin Sir Alistair vom Hause Sarwick. Ihr seid also aus dem Süden? Ich hätte mich gern mit euch über die schönen Flusslande unterhalten, aber leider habe ich nicht viel Zeit. Ich muss eine Untersuchung leiten. Darum bin ich hergekommen. Ganz offensichtlich wurde Patrick verhaftet. Ich fürchte, alles spricht gegen ihn. Das ist eine grässliche Sache. 5 unserer Brüder wurden mit offenem Brustkorb und herausgerissenem Herzen gefunden. Warum Patrick? Weiß er etwas über die Morde? Könntet ihr uns etwas mehr über diese Morde erzählen? Gern. Es begann mit einer Gruppe von Baumeistern, die nach Icemark geschickt wurden. 3 von ihnen wurden auf grausame Weise ermordet. Zunächst schien es klar, dass ein Wildlingsritual vorlag, begangen vom Überbleibsel von Gorns Männern, die du bekämpft hattest. Aber seitdem gab es weitere Morde, oder nicht? So ist es. Piepmann, der Haushofmeister, wurde in Mulwarft ermordet. Und Miles starb genau hier. An allen Schauplätzen fand man Wildlingsschmuck. Und die Körper lagen in derselben Position. Und wie seid ihr auf Patrick als Täter gekommen?
Zunächst einmal wurde Patrick jenseits der Mauer aufgegriffen. Ich habe schon immer geahnt, dass er ein Wildling ist. Vor allem hielt er sich in der Nähe der Tatorte auf. In Eismark war er einer der Baumeister, die die Halbhand beschützen sollte. Zufälligerweise war er auch genau zu dem Zeitpunkt in Mulwarft, als dort in den Tunneln ein Mord geschah. Er war bei mir, als wir die Tunnel durchsuchten. Das hat nichts zu sagen. Er muss ihn vorher umgebracht haben. Walter war mit ihm bei Sibel, aber kurz vor der Tat hat er seinen Rausch ausgeschlafen. Patrick muss das ausgenutzt haben, um sich davonzuschleichen. Und dann die Stelle. Wer wurde ganz in der Nähe gesehen? Wieder er. Für mich ist das völlig klar. Patrick ist der Mörder. Es ergibt Sinn, denn alles deutet darauf hin, dass er ein Wildling ist. Wenn Patrick ein Wildling ist, bin ich ein Septon. Nee. Seine Vergangenheit ist unwichtig. Verdammt nochmal. Patrick ist kein Wildling. Dieses verfluchte Gerücht muss endlich aus der Welt geschafft werden. Vielleicht hat er dich davon überzeugt, Morse. Aber hier sind alle meiner Meinung. Ihr wollt also einen eurer Brüder aufgrund eines Gerüchts hinrichten? Nicht nur aufgrund eines Gerüchts, Morse. Habt ihr noch was anderes? Wir haben seine Habseligkeiten sorgfältig durchsucht und einige Wildlingsgegenstände gefunden. Schmuckstücke aus Federn und Knochen. Sie waren gut versteckt und sie wiesen klare Ähnlichkeiten mit den scheußlichen Dingen auf, die an den Schauplätzen der Morde gefunden wurden. Du solltest uns langsam glauben, Morse. Ich habe an Patricks Seite gekämpft. Er ist ein treuer Bruder. Ich werde eigene Untersuchungen anstellen. Komm, Alistair. Wie du willst, Morse. Aber vergiss nicht, dass ich die Untersuchungen leite. Also komm uns bloß nicht in die Quere.